Alex, what's the secret? Where is the secret? What's the formula? Was ist die Megos? Climbing has a million stories. I'm going to tell you one from Alex. And this is a good one. I still remember meeting him for the first time, this humble young lad from Fankenjura, Germany. And this route, Action Direct, absolutely the hardest route anywhere at the time. Wolfgang's timeless masterpiece, the world's first 9A. It took Alex just 2 hours fighting gravity, 2 hours from first attempt to sending it. I know a thing or two about hard routes, but watching Alex climb can be a revelation. What I keep asking myself is this: is there a secret? Is there a formula for success? What's your bloody secret, Alex? Natürlich gibt es Grenzen. Diese Grenzen wird auch Alexander erfahren. Er wird unweigerlich jedem Mann da drauf stoßen. Die kann man verschieben. Grenzen sind da, um sie zu verschieben. Punkt. Ich denke, dass der Alex im letzten Jahr diesen nächsten Schritt getan hat, sich weiterzuentwickeln. Aber das andere noch nicht ganz hintergelassen hat. Also er tut quasi den Schritt im Moment. Ne? Er ist in Spanien, probiert 9A Plus, klettert sie relativ schnell, probiert auch 9B, probiert auch 9B Plus. Ja? Und merkt, okay, auch das ist im Rahmen, aber ich muss mich da mehr anstrengen dafür. Aber gleichzeitig, es macht mir Spaß. Ich glaube, es ist noch was drin. Also ich glaube in beidem, ich glaube im Sportklettern und im Bouldern ist überall noch Luft. Schon im 7. Grad haben die Menschen damals gesagt, es geht nicht schwerer als 7. Wir sind heute bei 12. Wo Grenzen? Ja, dann hieß es, der 8. Grad ist der absolute, es ist halt das Ende der Fahnenstange. Und jetzt sind wir bei 12 und es geht weiter. Und dann wird noch ein Schräubchen gedreht und es wird noch ein bisschen schwieriger. Und ich glaube nicht, dass wir an irgendeinem Ende sind. Nee.
For me, it's the age of talking. For Alex, it's the age of doing. This young lad will leave you speechless, and there is so much more. There's friction, momentum, adrenaline,